Wie bitte? Der denkt auch, der kann mich trollen. Ich glaube das nicht. Hier im Heiltrank nehmen. Was liegt denn hier noch um? Eine Pfeife? Goldene Pfeife. Erstmal rauchen. Kann man rauchen? Ich kann die Pfeife nicht benutzen, leider. Nein! Was? Man kann Sachen fallen lassen? Das wusste ich gar nicht. So, dann gucken wir doch nochmal weiter. Ob wir hier noch was finden. Waren hier oben nicht auch noch Warane? Ich erinnere mich stark daran, dass hier immer noch welche waren. Ich nehme jetzt nehme ich alle Viecher mit, die es gibt. Ja, darum sind sie. Es gibt ja auch noch die sogenannten Feuerwarane. Von denen sollte man sich dann halt doch echt ein bisschen noch fernhalten. Weil die schießen halt genauso schnell wie die hier. Wie die hier beißen. Kampfart, ne? Echt so eklig. Wenn die das jetzt hier machen, das ist so scheiße. Was willst du machen? Was willst du machen? Kannst du nach vorne schlagen, bringt nichts. Willst du uns ein bisschen nach hinten trollen? Na, komm her. Na? Auch eklig, wenn man den Gegner nicht ins Target kriegt. Ah, da oben ist, glaube ich, auch noch Sperrzone für mich. Da gehe ich auch noch nicht hin. Und über die Brücke auch noch nicht. Kann ich ja vielleicht schon mal ein bisschen spoilern. Also diese Brücken, die so mit Steinen so und Seilen so festgemacht sind, sehen ja so ein bisschen primitiv aus. Und die Erschaffer dieser Brücken, die sind auch ziemlich primitiv. Aber stark. Deswegen gehe ich da jetzt noch nicht hin. Da, ihr wisst ja, dass es Orks gibt, verdammt. Das gab's ja im Intro halt, ne? Das sind halt Orks. Da hab ich keinen Bock drauf. Die sind echt noch ein bisschen stark. Hier haben wir auch noch ein paar Warane. Ah, das sind echt die bescheuertsten Gegner. So, also bescheuert nicht im Sinne von dumm, sondern echt, die sind endeklig zu töten. Eine 1-on-1-Situation ist nicht schlimm, aber sobald die zu dritt auf einmal angreifen, ne, man hat ja gerade gesehen, das ist ja wie so ein Maschinengewehr. Die machen ja dusch, 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 dusch. Ach, hab ich geschossen. So, so. Da unten diese Fliegen. Oh, das ist eine Höhle, Alten. Juckt dich das nicht, dass ich deinen Bruder getötet habe? Komm her. Rudi, Alter, der hat sich geduckt. Was da jetzt in der Höhle auf mich wartet, habe ich keine Ahnung. Weil ich habe die Höhle gerade nicht im Gedächtnis. Ich kenne ja eigentlich so jede Ecke. Ja, fast jede. Aber sieht fast so aus, als wäre hier gar nichts drin. Ne. Lame. Ist echt blöde. Echt nicht? Gar nichts drin? Nur eine Höhle, wo nur ein paar Pilze drin sind? Oh. Da habe ich mehr erwartet. Da ist noch eine Höhle. Oh mein Gott. I'm Morgan Freeman. Mollerat. Ah, das sind so Anfängerhöhlen wahrscheinlich. Was war das? Wow, ich bin umzingelt. Haben die sich auf einmal daher teleportiert, ey. Ich krieg einen Flachs, Herbert. Was soll da das denn? Unmenschlich. So. So. Da hinten liegt auch noch irgendwer tot. So. So. Eine Keule. Und eine Fackel. Und ein Trank. Und Heilkräuter. So. Auf geht das.
Es wird jetzt langsam mal Zeit, meine Rüstung auszuziehen, weil ich will ja nicht, dass die wissen, also ich weiß nicht, ob das überhaupt Auswirkungen hat, aber falls die meine Rüstung sehen, dann wissen sie auf jeden Fall, dass ich ein Schatten bin. Vielleicht sind die dann nicht mehr so offen zu mir wie am Anfang. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Hä, ich komme jetzt ins Lager rein und da labert mich der Nächstbeste mit so einer Scheiße zu. Was soll das denn? Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Der Schläfer möge dich behüten. Naja. Oh ja, Kapitel 2. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir. Alles klar, Alter? Mach Platz! Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Wer bist du? Oh, ich wollte es gar nicht klicken. Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Ja. Der Schläfer möge dich behüten. Cool Story, Bro. Nur solltest du einsehen. Ups. Ab in den Tempel. Ich bin euer Meister. Ich kann fliegen. Betet mich an. Ich bin der Schläfer. So. Ab in den Tempel. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Weiß ich doch. Ja. Auf zu Iberion. Boah, Alter, dieses scheiß Skype, ne? Ich hasse es. Guck mal, der hat auch so Business-Ollen. Ja gut, hübsch ist jetzt was anderes, ne? Aber... Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Guck mal, das ist sogar genau die gleiche wie aus dem alten Lager. Und was mit der hier? Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Boah, Alter, so schlecht. Na los, lass mich vorbei. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Ich habe uns noch nie gesehen. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? So, ja. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Was hat das mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden.
Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Ja, sei gedankt. Also, Fokusstein. Er braucht den Fokusstein, um irgendwie, keine Ahnung, Schläfer, hast nicht gesehen. Die mit ihren scheiß Schläfer. Was für ein Schläfer. Oh, Junge, ich hab gedacht, ich sterb jetzt, ey. Schnell mal den Bug geused. Flip. So, so, so. Bla, 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 Mr. Freeman. Da haben wir eine Brücke. Oh, was macht der denn? Was macht der denn? Jetzt geh doch da raus. Was ist denn los mit dem? Kann doch nicht sein. Ich höre nicht. Naja. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu dem Fokusstein. Werden uns den schnappen. Werden den Meister Tiberian oder Iberian oder so in den Arsch schieben. Werden ihn damit rektal befriedigen und ihn mehrfach auslachen. Und dann wird er sterben. Ja. Wegen... Genau das ist nämlich das, was der Schläfer will. Er will, dass seine Anhänger rektal befriedigt werden. Oh, ein Scavenger. Attacke. Da ist auch noch eine Blutfliege, die ich geskippt habe. Alles mitnehmen, was geht. Ich habe ja früher, mal um ein bisschen hier aufs andere Thema zu kommen, während ich hier gerade noch ein bisschen Viecher kille. Ich habe ja früher mega viel Battle Rap gehört. Also dieses VBT-Scheißzeug hier. Kiko und Weekend und Dirty Maulwurf kam dann auch neu zu, der hatte mehr so Comedy-Rap gemacht. Ah, ist alles Comedy-Rap, aber der hat halt, ist halt richtig gerastet, sag ich mal. Der hat ja total Bullshit nur gerappt, genau wie Presto. Also die haben ja mehr ins Lächerliche gezogen. Und jetzt höre ich ja momentan viel Kollega, aber mir geht dieses blöde Lied von Dirty Maulwurf nicht mehr aus dem Kopf, dieses Ich chill auf Chrom, Alter. Das ist so behindert auf einen Flair-Beat, aber trotzdem irgendwie ist das... sinnig, was er da hat. Ich werde das noch mal und noch mal rein verlinken. Ich habe das auch schon im Hintergrund von meinem Case-Opening gemacht. Also CSGO Case-Opening, wisst ihr Bescheid, yo. Und in einem Back, also im einen Hintergrund habe ich das mal reingeknallt von meinem ISS-Let's Play. Ich weiß gar nicht, wieso ich das gemacht habe. Darauf folgen ist auf jeden Fall keine Musik, ne? Erstmal das Gewehr verklatschen. Naja. Und es ist aber irgendwie voll, ich finde das Lied irgendwie voll geil. Ich komme da gar nicht mehr drauf klar auf das Lied. Richtig gut. Na? Immer verkaufe ich mal meine ganzen Fleischkeulen und werde dadurch Millionär, ey. Ich bin der Entwickler von Kentucky Fried Chicken. Weil ich so viel, Alter, ich habe ja schon richtig viel. 133 Keulen, ey. Und das sind ja richtig große Keulen. So, so, ja, ich sammle noch zwischenzeitlich immer diese Dinge. Ich habe die, glaube ich, noch nie benutzt, ich weiß gar nicht, wofür die sind, aber ich sammle sie halt auf. Ah, da sind wir doch auch schon. Vorher speichern. Erster Fokus, sammeln wir. Go, go, go. Na, du Bonze. Verschwinde, hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Echt sehr stark leiden. Gib mir den Fokus. Stahlzunge. Seid ihr ein grüner Novize, Alten? 15 Brocken. Fokus von der Meeresklippe. Und Schnaps hat er auch noch. So, haben wir den jetzt schon mal umgelegt. Jetzt weiß ich nur nicht, was passiert, wenn er wieder aufsteht. Das wird dir noch leid tun. Oh, und jetzt verfolge ich ihn einfach mal. Guck mal, was mit dem passiert, oder?
Würde mich ja mal interessieren, wo der jetzt hinrennt. Meint ihr, der rennt wieder ins Lager? Was macht der denn? Weil ich glaube, die Programmierer, also der wird ja jetzt nicht willkürlich herumrennen. Ach, der rennt in den Wald rein. Nee, tut er nicht. Guck mal, wo der hinrennt. Ob der wieder zurück ins Lager rennt? Das wäre natürlich richtig stumpf, ey. Guck mal, was mit dem passiert hier. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal, dass man durch diese Sprint nicht schnell ist, weil so rennt er von mir weg. Ja, jetzt rennt er echt in den Wald rein. Alter, da sind doch Tiere. Und der hat doch keine AP, der muss nur einmal ange... Nicht mein Problem. Lalala. So, genau. Ach ja, ich wollte ja was ausprobieren. Ich wollte jetzt versuchen, mit meinem Glitch von der Klippe zu springen, in das Lager rein. So gesagt, einen Long Jump versuchen. Wenn das funktioniert, das wäre richtig geil. Meinen Fokus habe ich ja jetzt, muss ich ja wieder zu Tiberion wahrscheinlich. Dem das Ding...